Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey, das große Update mit dem Luigi-Ballonenjagden-Modus ist erschienen. Heute am 22.02.2018 für alle kostenlos zum Runterladen und das hebt das Spiel auf die Versionsnummer 1.2.0. Ab sofort kannst du das Minispiel Luigis Ballonjagd spielen, sprich mit Luigi, wenn du ihm begegnest. Das werden wir uns gleich mal ansehen, wo sich der denn so rumtreibt. Außerdem fügt dieses Update noch den Schnappschussmodus, wurden zwei weitere Filter hinzugefügt, den Münzen- und den Neonfilter. Den Münzenfilter finde ich relativ cool, den Neonfilter, naja, war jetzt nicht dringend nötig, aber wir haben den Schnappschussmodus ja sowieso im Let's Play nie genutzt. Ihr seht hier zwei Beispiele, die werden wir uns nicht genauer ansehen. Aber was wir uns in diesem Part noch genauer ansehen werden, sind die neuen Spezialklamotten. Dort müssen wir einfach den Shop besuchen, nachdem wir das Spiel abgeschlossen haben. Und dann können wir uns den Musikerhut mit dem Musikeroutfit, die Sunshine-Sonnenbrille mit dem Sunshine-Hemd. Super Outfit, ich liebe es. Ihr wisst, ich liebe Sunshine über alles, mein Lieblings-Mario 3D-Spiel. Und den Ritterhelm und die Ritterrüstung kaufen und ich bin gespannt, für wie viel. Gut, dann starten wir doch einfach direkt wieder rein ins Spiel mit meinem Let's Play Spielstand. Lang nicht mehr angefasst, das Spiel. Meine Güte, seit dem 24-Stunden-Stream nicht mehr, um genau zu sein. Alles klar, dann wäre ich wieder hier, wie es aussieht. Und da drüben ist auch schon Luigi, hier im Pilzkönigreich. Wollen wir im Pilzkönigreich spielen? Ich will jetzt den Part hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Klar, man könnte jetzt vielleicht irgendwie noch einen Part pro Welt machen und dann immer in jeder Welt die Ballonen-Modi spielen. Aber sind wir ehrlich, das wollen wir nicht. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal den Laden besuchen. Währenddessen kann ich ja mal so ein bisschen erzählen. Ich nehme jetzt mit der Elgato auf. Mit der Elgato HD60S, die habe ich mir zwischen dem, also nach Abschluss des Let's Plays gekauft. Deswegen dürfte vielleicht auch die Qualität ein klein wenig besser sein von Mario Odyssey. Und ja, wir haben neue Artikel reinbekommen. Das freut mich. Gar nicht mal so teuer. Okay, aber ich glaube, die 9000 Münzen, die ich gerade habe, werden nicht ausreichen, um alles zu kaufen. Wie dem auch sei, der Musikerhut, der ideale Hut, um auf einem traditionellen Festival der Bürgermeisterin musikalisch zu begleiten. Ach, das sieht also aus wie das Outfit, was Pauline auch anhat. Oder die ganzen Musiker in Cityland. Das finde ich sehr, sehr cool. Wir werden uns das gleich mal zur Gänze ansehen. Das sieht nämlich wie folgt aus. Sehr, sehr cool. Ja, lass mich mal ganz kurz raus. Ich würde gerne die Kamera drehen, damit ihr es von allen Perspektiven seht. Dieses wunderbare Outfit. Ja. Kann hier der Dude bitte aufhören, mir im Weg zu stehen, wenn ich euch ein Outfit präsentieren möchte? Wie gesagt, das Update ist komplett kostenlos. Und deswegen auch mega, mega cool. Wir kriegen zwar nicht wirklich viel, also der Luigi-Modus, klar. Der ist jetzt aber auch nichts wirklich Spektakuläres. Wir werden ihn ja auch gleich sehen. Und eben drei Outfits, aber die Outfits haben es absolut in sich. Und Nintendo hat ja auch bereits angekündigt, sie können es sich vorstellen, noch weitere Updates zu Super Mario Odyssey hinzuzufügen. Und deswegen, ja, freuen wir uns drauf. Hoffentlich neue Welten im zweiten Update dann. Sollte noch was kommen. Dann kaufe ich mir jetzt den Ritterhelm. Ein robuster Helm aus Stahlplatten, wie ihn wackere Recken früher trugen. Nichts für den Alltag, da er ein wenig schwer und unbequem ist. Ja, den hätte ich auch gern. Der wird tatsächlich von mega vielen Leuten gehypt, dieses Outfit. Ich verstehe nicht warum, aber jeder seinen Geschmack, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, die meisten erinnert das so ein bisschen. Ich glaube, es war Dark Souls. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, dieses Kostüm hier erinnert relativ viele Leute an Dark Souls. Vor allem auch der erste Screenshot, den man da gesehen hat im verlorenen Land, im Land, wo man gegen den Drachen gekämpft hat. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jedenfalls, das sieht auch wie folgt aus. Ihr dürftet jetzt sogar in der Infokarte eine Abstimmung finden, bei der ihr abstimmen könnt, welches dieser drei Outfits ihr denn am besten findet.
Und ich würde mich doch sehr stark wundern, wenn in meiner Community nicht Mario Sunshine gewinnt. Aber natürlich will ich euch nicht in eurer Meinung beeinflussen. Sagt mir doch einfach mal ganz ehrlich, welches Outfit ihr am besten findet. Ich bleibe beim Sunshine-Outfit. Und deswegen sehen wir uns gleich hier wieder. Ich muss jetzt ein bisschen Geld farmen gehen. Ich bin wieder hier mit genau ausreichend viel Geld, um mir das letzte Outfit dieses kostenlosen Upgrades zu kaufen. Das Mario Sunshine Outfit. Ich finde die Sonnenbrille an sich gar nicht mal so toll, aber ich finde dieses Hemd hier halt super. Also, ich glaube, wenn ich privat damit rumrenne, dann setze ich mir einfach die Standard-Mario-Mütze auf, weil ich die an sich viel, viel cooler finde als die Mario-Mütze mit der Sonnenbrille. Aber hey, das ist halt das offizielle Outfit aus Super Mario Sunshine, wenn man die 100% in dem Spiel geholt hat. Und einfach nur, weil wir es können, werde ich heute auch mit diesem Outfit spielen. Aber dennoch mal in der Nahperspektive das Mario Sunshine Outfit. Wie gesagt, hat man erhalten, sobald man 100% in Mario Sunshine hatte, also alle 120 Shines. Und wenn ich das hier sehe, kriege ich richtig Bock auf ein Replay von dem Spiel. Meine Güte. Vor allen Dingen, weil mein Let's Player auch so schlecht zu dem Spiel war. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gesehen habt. Wie dem auch sei, ich muss mich trotzdem nochmal umziehen, denn es gibt ein Easter Egg bei Luigi, wenn man ihn mit dem Luigi-Outfit anspricht, und das würde ich tatsächlich gerne machen, und dann wird's auch gleich spannend, denn jetzt ist die große Frage, was taugt dieser Modus und kann ich auch offiziell mit, kann ich auch nur Ballone suchen aus meiner Freundesliste? Denn dann könnte man dazu einen Livestream machen, bei dem ihr Ballone versteckt und ich such sie. Oder andersrum, ich versteck Ballone und ihr sucht sie. Das könnte man machen. Oder es werden einfach alle Ballone angezeigt, die es weltweit gibt in dieser Welt. Das wäre ein bisschen blöd, aber wir gucken einfach mal, wie Nintendo es umgesetzt hat. Hä? Bitte was? Das bin ich selbst. Nee, Moment mal. Du bist Bruder. Holla, ich war ganz kurz baff. Hey Bruder, hast du Prinzessin Peach gerettet, nicht? Ich bin total stolz, dich meinen Bruder nennen zu dürfen. Ja, du hättest das Abenteuer auch noch erleben können. Viele sind sehr, sehr traurig, dass es keinen Luigi-Modus gibt. Ja, kann man auch sein. Der wurde einfach zu einem Minispiel-Tod degradiert, der arme Luigi, ey. Na, mal genug davon. Hör zu, Bruder. Ich habe mir ein neues Spiel ausgedacht. Es heißt Ballonjagd. Ballonjagd ist ein Minispiel, in dem du nach Ballons suchst, die von Spielern aus aller Welt versteckt wurden. Also klingt nicht so, als könnte ich nach Ballons von meiner Freundesliste suchen. Dein Highscore, Spitzname und dein Profilbild sind öffentlich sichtbar. Möchtest du eine Verbindung zum Netzwerk herstellen und Ballonjagd spielen? Ja, können wir gerne machen, Luigi. Deswegen nehme ich ja auch gerade auf. Ja. Alles klar, lass uns loslegen, gehen wir zum Startbereich. Also man kann halt in jeder Welt jetzt hier nach Ballonen suchen. Wir nehmen mal jetzt hier für diesen Beispielpart einfach mal das Pilzkönigreich. Und habe ich da tatsächlich gerade schon einen Ballon gesehen? Ich glaube ja, ich glaube das ist ein Ballon. Ja, der Pfeil zeigt es mir auch an, wo ich hinrennen muss. Es gibt zwei coole Arten, Ballonjagd zu spielen. Es gibt Ballonverstecken oder Ballonsuche. Fangen wir mit Ballonsuche an. Ich verstecke gerade mal einen Ballon und du suchst ihn. Du hast 30 Sekunden, um den Ballon zu finden und ihn platzen zu lassen. Sobald du den Startbereich verlassen hast, beginnt die Ballonsuche. Okay. Ja, wir wissen ja, wo er ist. Wir haben ihn gesehen. Easy. Gibt 50 Münzen, wenn ich das gerade im oberen rechten Eck richtig gesehen habe. Cool gemacht, Bruder. Als Belohnung möchte ich dir 50 Münzen überreichen. Oho, und dazu erhältst du noch einen Zeitbonus. Das macht nochmal 85 Münzen extra. Wow. Krass, da kann man ganz schön viel Geld farmen. Diesmal habe ich den Ballon versteckt. Beim echten Spielen verstecken allerdings Spieler aus aller Welt die Ballons. Und um die echte Ballonsuche zu spielen, musst du mir ein paar Münzen abdrücken. So sind leider die Regeln.
Und, hast du es bemerkt? Für alle drei gesammelten Münzen erhältst du eine Sekunde auf dein Zeitlimit obendrauf. Nee, habe ich nicht gesehen. Aber ich habe auch keine Münzen gesammelt. Diese Regel gilt für Ballonsuche und für Ballonverstecken. Praktisch, nicht? Alles, Roger? Gut, dann spielen wir jetzt Ballonverstecken. Beim Ballonverstecken bist du der Typ, der die Ballons versteckt, Bruder. Und Spieler aller Herren Länder suchen sie. Du erhältst so lange Münzen für jeden Mitspieler, der deine Ballons suchst, bis ein Spieler ihn findet und zerplatzen lässt. Nochmal, du erhältst so lange Münzen für jeden Mitspieler, der deine Ballons suchst. Ah, okay. Das Zeitlimit beträgt 60 Sekunden. Viel Glück beim Verstecken. 30, Ultra. Es war eine 30. Je nachdem, wie lange du brauchst, um ihn zu verstecken, beeinflusst das die Zeit, die die anderen zum Finden haben. Du kannst dir Zeit lassen und ihn weiter weg verstecken oder schnell in der Nähe. Nutze die Zeit clever. Sobald du den Startbereich verlassen hast, beginnt Ballonjagd. Ballon verstecken. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo will ich denn hinpacken? Ich überleg gerade. Ich glaube, wir machen ihn sogar... Ja, ich weiß es nicht. Ja, oder ganz rauf? Ich finde ganz rauf ein bisschen zu kompliziert. Wo könnte man den denn hinpacken? Also ihr seht es ja jetzt sowieso. Also ich werde für diesen Ballon wahrscheinlich relativ wenig Geld verdienen. Aber... Ich weiß es nicht. Ich habe halt eine kleine Idee, aber die ist in meinen Augen zu einfach. Ach komm, mach einfach. So. Zack. Ich möchte den Ballon hier verstecken. Erste Sahne, Bruder. Dein Versteck ist spitzenmäßig gewählt. Das glaube ich nicht, aber okay. Ich hoffe, dir gefällt Ballonjagd, Bruder. Beide Arten sind einfach unglaublich spaßig und die Zeit vergeht wie im Flug. Und vielleicht scheffelst du ja eine Menge Münzen, wenn du dich bei Ballonsuche und bei Ballonverstecken reinhängst. Prima, du willst also Ballonsuche spielen und die Ballons von Spielern aus aller Welt finden? Ja, das können wir tatsächlich mal machen. Die Antwort gefällt mir. Also dann spielen wir Ballonsuche. Welchen Ballon möchtest du suchen? Okay. Also ich kriege jetzt hier anscheinend eine kleine Auswahl von drei Seiten. Oder werden mir dann alle Spieler, die hier jemals einen Ballon versteckt haben, angezeigt? Das ist halt jetzt die große Frage. Ich glaube, wir suchen mal den hier, weil da habe ich 40 Sekunden Zeit und 40 Sekunden kann man relativ viel machen. Vielleicht hat der ihn ja oben auf dem Balkon versteckt. Ach, okay, vorne ist das Geld, was ich zahlen muss. Nee, nee, 45 will ich nicht zahlen. Dann fangen wir mal mit was Einfachem an. Wie wär's mit hier, den Quarantin? 10 Münzen kann ich dir locker abdrücken, Luigi. Okay, es wird mir angezeigt, der ist in die Richtung. In 118 Metern. Okay, dann lass doch gleich mal lossuchen. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass ich da jetzt halt wirklich nicht meine Freundesliste verwenden kann. Oder kann ich das? Es wird mir nicht gesagt, dass ich es kann. Ja, aber hier oben ist der nicht, ne? Es wird mir... Auf jeden Fall gesagt, nein. Er muss hier drüben sein. Nein, auch nicht. Ah, wo bist du? Ah, easy. Okay, einfach hier unten. Ja, wobei, Zeitlimit wird dann doch ein bisschen knapp. Egal, solange man den Ballon findet, macht man ja auch Plus. Vom Geld her. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass es ein spaßiger Modus ist, wobei ich halt natürlich bedenken muss... Ob man den Modus halt jetzt wirklich ausgiebig spielen wird, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ah, oh shit! Man kann mit dem Plusknopf einen Balloncode eingeben. Ein Balloncode ist ein 9-stelliger Code, der jedem Ballon zugewiesen wird. Gibst du einen ein, kannst du versuchen, den dazugehörigen Ballon zu finden. Nice, und damit kann ich sogar... Ballons meiner Zuschauer suchen. Wenn ich jetzt einen Balloncode hätte, könnte ich den jetzt hier einfach suchen gehen. Aber das machen wir einfach in einen Livestream. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach einen am Wochenende planen werde. Ihr werdet es erfahren, solltet ihr mich abonniert haben, dann kriegt ihr das sowieso mit. Und dann machen wir einfach einen Livestream, bei dem ich nach euren Ballonen suche. Weil, warum denn auch nicht?
Kann ich meinen Ballon, also ich meine jetzt, ich habe jetzt keinen Balloncode angezeigt bekommen für meinen Ballon. Das wundert mich so ein bisschen. Aber okay. Dann versuchen wir doch mal so einen 30er Ballon zu finden. Wir nehmen den hier mit 34 Sekunden, wo ich Zeit habe. Und dann legen wir los. Hat der den ernsthaft an derselben Stelle versteckt und hat länger gebraucht, um da hinzukommen? Ich kann es mir vorstellen. Nee, tatsächlich nicht. Man könnte ihn auch eigentlich... ja. Der hat ihn anscheinend oben versteckt, würde ich behaupten. Ja, ich will auf jeden Fall, dass ich hier hochkletter. Ja, aber ich komme nicht hoch. Weil er auch nicht oben ist, sondern hier hinten. Wow. Letzte Sekunde, ey. Nice. Er hat ihn trotzdem oben versteckt. Wobei, vielleicht hat er den Sprung auch nicht geschafft und deswegen... Man weiß es nicht. Dein Rang hat sich erhöht. Dafür gibt es 50 Münzen. Okay. Ein höherer Sternrang bedeutet mehr Münzen für deine Tasche. Da macht das Spielen von Ballonjagd gleich doppelt Laune, nicht? Welchen Ballon möchtest du suchen? Kann man auch irgendwie den Fortschritt sehen? Wie viel mir noch fehlt, um den Rang aufzusteigen? Oh! Da wird mir gerade sogar ein Kollege angezeigt, den ich in der Freundesliste habe. Und zwar den Uta-Sternchen Julian. Ich glaube, das ist der gute Knochenmotte. Ja, dann gucken wir mal, wo der seinen Ballon hier versteckt hat. Der spielt nämlich gerade auch, soweit ich das aus der Freundesliste gesehen habe. Und vielleicht hat er sogar meinen auch gerade schon gesucht. Wer weiß, wer weiß. Das wird auf jeden Fall relativ spannend, wo der den versteckt hat. Denn ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, es wird zeitlich zwar knapp, aber es ist nicht wirklich schwierig versteckt. Vielleicht ist meiner sogar wirklich gut versteckt. Ich weiß nicht. Solltet ihr meinen Ballon hier gefunden haben, ich weiß nicht, Julian, vielleicht du, also Knochenmotte, sofern du es bist. Ich nenne dich jetzt einfach mal Julian. Solltest du nach meinem Ballon gesucht haben oder einer von euch da draußen und jetzt nicht gewusst haben, wo er ist, solltet ihr diesen Part noch nicht gesehen haben, lasst es mich mal wissen, wie leicht ihr ihn gefunden habt. Das wäre mal interessant, weil man guckt halt nicht unter der Brücke. Ich kann es mir nicht vorstellen. Man rennt entweder geradeaus oder sucht hinter dem Schloss. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen, ja. Hey, außerdem hast du 3 hintereinander gefunden. Das heißt 20 Münzen obendrauf. Yay. Und mein Rang ist... Oh, shit. Oh, shit. Gleich Rang 4. Krass. Da ist auch gleich nochmal der Julian. Wollen wir mal so einen ganz krassen versuchen? Ich bin ja anscheinend relativ gut dabei. Komm, wir nehmen mal den am teuersten. 30, da haben wir einen 45er mit Level 16. Level 16. Okay. Das wird spannend, ob ich den finde oder nicht. Auf geht's. Der hat ihn auf jeden Fall in eine komplett andere Richtung versteckt. What? 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 Oh, okay. Wie schade. Nochmal 30. Komm, wir gucken nochmal. Ich glaube, ich muss irgendwie da hoch. Der ist da oben. Ganz bestimmt. Der ist hundertprozentig auf dem Schloss. Ja, ich muss auf jeden Fall hoch hinaus. Das sagt mir auch gerade hier der Zähler. Aber so schnell komme ich da hinten nicht rüber. Das bedeutet, der muss irgendwie von hier schon auf das Schloss rauf sein. Ja, mit so einem Sprung klappt das nicht. Nee. Jetzt ernsthaft? Jetzt ernsthaft? Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Das klappt. Ich gebe nochmal Geld aus. Ich versuche das nochmal. Den kriege ich.
den kriege ich. Ich weiß nicht, ob sich das gerade lohnt, weil, naja, ich verliere halt mehr Geld, als ich bekomme, gefühlt. Ich muss aber halt auch irgendwann mal den Startgut hinkriegen. Hab ich dich! Meine Güte! Gutes Versteck! Respekt! Also auf dem Dach gar nicht mal so blöd. Vor allen Dingen, wenn man nur wenig Zeit hat. Also man muss wirklich versuchen, den Spieler auch so ein bisschen in Bedrängnis zu bringen. 162 Münzen. Ich glaube, ich habe immer noch ein klein wenig Plus gemacht. Na gut, dann bin ich tatsächlich gerade mal zufrieden. Nehm das mal so hin und Statistik ansehen. Was ist das denn? Ah, hier kann man sogar meinen Balloncode sehen. Erhaltene Münzen. Gefundene Ballons. Ja, das kann man tatsächlich ein bisschen ausgieblicher spielen. Und überall versuchen, den höchsten Rang zu erhalten. Versuche 0 von 1 beim Ballon verstecken. Ja, ich glaube, das werden wir versuchen, ein bisschen zu maximieren. Das wäre sehr, sehr cool. Wobei ich nicht weiß, was halt gefordert wird für den höchsten Rang. Ich glaube, ich werde auch ein bisschen offscreen spielen. Macht tatsächlich Spaß, der Modus. Oh yeah. Finde ich super. Dafür, dass er kostenlos ist? Schon cool. Hier hast du schon einen Ballon versteckt. Er löst sich auf, wenn du einen neuen Ballon versteckst. Trotzdem spielen? Nö, nö. Dann lass das mal. Wir haben beide Modis gesehen. Dann nehmen wir das einfach mal so hin. Komm bald wieder. Naja. Ich komm wieder. Keine Sorge, Luigi. Spätestens im Livestream, wenn ich eure Ballons suche. Du erhältst mir Münzen, wenn du hier spielst, Polarland. Oh, okay, wenn du das sagst. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part. Wir haben uns alle Modi angesehen. Ich möchte nur noch ein paar kleine Patchnotes hier vorlesen. Da kam ich ja gerade eigentlich nicht dazu. Ich wollte das eigentlich, während ich die Ballone suche, machen. Aber das Problem ist halt gerade gewesen, wie ihr gerade gesehen habt auch. Ja, ist relativ kompliziert. Es ist relativ kompliziert, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren, während man nach Ballonen sucht. Deswegen, ja, werde ich jetzt einfach die Patchnotes vorlesen. Für alle, die es nicht interessiert, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war ein weiterer Part von Super Mario Odyssey. Und wie gesagt, es wird noch ein paar Livestreams zu diesem Modi geben. Je nachdem, wie die Livestreams dann ankommen, mehr oder eben weniger. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vergesst die Abstimmung in der Infokarte nicht. Und nun auch zu dem, was ebenfalls noch gepatcht wurde mit diesem Update. Und zwar, wir kennen doch alle den seltsamen Bug beim Seilspringen. Der ist relativ viral auf YouTube gegangen, dieser Bug. Und naja, der wurde, ich weiß gar nicht, ob er persönlich gepatcht wurde. Es wurde jedenfalls die Freundesliste und die Weltrangliste geleert von dem Seilspringen. Für alle Leute, die es interessiert. Also ihr startet jetzt wieder bei Null. Ich habe den Bug auch ausgenutzt. Ich weiß, er ist mega lame, damit einen coolen Rang zu erreichen mit diesem Bug. Oder eine coole Punktezahl mit diesem Bug zu erreichen. Ich weiß, es ist mega lame. Aber ich fand es halt relativ interessant. Und außerdem wollte ich einfach mal gucken, ob ich den Glitch überhaupt hinbekomme. Als ich ihn dann hinbekommen habe, ja, warum dann nicht einen coolen Rekord holen? Ich habe dann den Rekord 11.111 geholt. Könnt ihr mir gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr denn da geholt habt für einen Rang. Oder was für, ob ihr den Bug kanntet und ob ihr ihn genutzt habt, würde mich gerne mal interessieren. Jedenfalls, Freundesrangliste geleert. Und beim Seilspringen ist nun die Geschwindigkeit ab 110 erhöht worden. Also normalerweise hat sich die Geschwindigkeit, ich glaube, bei 90 nicht mehr erhöht. Sobald ihr jetzt aber 100, nee, oder sogar ab 50? Ich glaube, ab 50 wurde die Geschwindigkeit vom Seilspringen gar nicht mehr erhöht. Jetzt wird sie auf jeden Fall erhöht, sobald ihr 110 Sprünge in diesem Spielmodus schafft, wird die Geschwindigkeit vom Seil noch mehr erhöht. Also alle Leute, die competitive da irgendwie Seilspringen machen möchten, viel, viel Spaß. Ich für meinen Geschmack habe absolut keinen Bock auf diese Seilsprung-Challenge. Solltet ihr mein Let's Play gesehen haben, wisst ihr auch Bescheid, dass ich diese Challenge relativ, ja, nicht so toll fand. Und ansonsten, ja, wurden noch Fehler behoben. Das ist eigentlich alles, was noch dazu kam. Ja, ansonsten, ich freue mich auf eure Kommentare zu diesem Update, Meinungen
und alles andere, was ich euch gefragt habe, gerne in die Kommentare. Freue mich, von euch zu hören. Sollten noch mehr DLCs kommen zu diesem Spiel, werden wir uns das natürlich ansehen. Und ich muss es, glaube ich, nicht erwähnen, dass es ebenfalls auf meinem Kanal Livestreams geben wird zu diesem Modi. Wenn auch nur einen. Wir gucken einfach, wie dieser eine ankommt. Und sollte er gut ankommen, dann machen wir mehr. Bis dahin verabschiede ich mich. Ich war der Ultra. Bis zum nächsten Mal bei Super Mario Odyssey oder anderen Let's Plays auf meinem Kanal.